Beauty und Wellness ist das nächste Thema und da werden natürlich in erster Linie die Frauen angesprochen, denn die wollen ja immer eine gute Figur haben und ich kann Ihnen sagen, egal was passiert, sie haben alle eine gute Figur, denn es gibt sie nur einmal. Mit ihrem Namen existieren sie nur ein einziges Mal auf der Welt, egal ob sie ganz schlank sind oder mittel oder etwas stärker gebaut sind, das ist völlig wurscht, schauen Sie in den Spiegel und fühlen sich wohl und strahlen Sie einfach aus. Das geht natürlich besser mit Hilfsmitteln und so ein Hilfsmittel haben wir heute da, unentbehrlich, aber auch für die Männer unentbehrlich, wenn sie mal ein Kilo zu viel haben oder wenn sie mal ein Kilo zu wenig haben. Man sollte sich kontrollieren, das sagt auch jeder Hausarzt. Und vom Hausarzt komme ich ganz schnell auf die Miss Germany 2011, die habe ich nämlich hier im Studio. Anne-Kathrin ist da und die ist ja nicht nur Miss Germany 2011, sondern sie ist ja auch Model und hat eine Modelfigur. Das heißt, du hast auch oft gemodelt, gell? Ich habe früher sehr oft gemodelt, ja. Allerdings klappt das jetzt nicht mehr so, weil ich esse viel zu gerne, weil ein Model darf ja nicht essen, eine Miss Germany darf übrigens essen und deswegen bin ich auch immer Miss Germany geworden und nicht Model. Ja. Ich liebe Schokolade über alles. Mhm. Man ist ja, im Moment ist man ja weg von den ganz mageren Models. Ja, Gott sei Dank. Ja, man geht ja mehr zu denen hin, die auch mal ein Stück Schokolade oder eben vernünftig Mittagessen und vernünftig Abendessen. Denn der Stoffwechsel macht es ja am Ende. So ist es ja wirklich. Ich kann Ihnen verraten, ein Geheimnis, hoffentlich ist sie mir nicht böse. Sie isst den ganzen Tag. In jeder Pause wird gegessen. Und zwar solche Berge, ja. Der Teller ist immer voll. Ich beneide das. Die muss einen Stoffwechsel haben, der ungeheuer ist. Gehst du denn dann auch öfter auf die Waage? Ja, ich gehe schon auf die Waage, aber ich möchte an dieser Stelle auch mal Danke an meinen Papa sagen, denn von dem habe ich super geile Gene gehabt. Aber natürlich steige ich auch auf die Waage. Zu Hause habe ich allerdings so eine hässliche, kleine, komische Blümchenwaage. Ja, ich habe auch eine uralte, die ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Ich habe noch nie die Batterie gewechselt. Ja, geht gar nicht. Also. Die fängt schon an zu rosten und so. Genau. Ja, aber ich habe ja auch mal einen Tick gehabt. Ich habe ja vor einem Jahr habe ich 12 Kilo abgenommen. Ja. Ne? Und da musst du sehen, dass es nicht wieder drauf kommt. Ja. Und da gibt es einen psychologischen Trick. Gehen Sie auf die Waage. Und zwar jeden Tag. Dadurch werden Sie automatisch, sagt die Statistik, dadurch werden Sie automatisch nicht mehr zunehmen. Das ist tatsächlich so. In Amerika gab es eine Erhebung, die hat das gesagt. Wir haben die tollste Waage der Welt genau. hier. Pass auf, aus diesem Grunde, weil du dich nicht so gerne wiegst und ich mich nicht so gerne wiege oder viel zu selten, habe ich heute was ganz Geniales mitgebracht, nämlich ein super Highlight für Ihr Badezimmer. Mhm. Das ist nämlich eine Personenwaage in einem optischen Glasdesign. Die strahlt hier wunderschön schwarz. Das besteht nämlich aus Hartglas, dieses Glas, und ist zudem auch noch ultra flach. Also wenn ich das hier jetzt mal zur Seite drehe, könnte man meinen, ich habe meine Badfliese von zu Hause mitgebracht. Die ist nämlich gerade mal 22 mm breit. Und mit den Gummifüßchen. Mit den Gummifüßchen zusammen, das ist extrem dünn. Also wenn Sie jetzt mal sagen, weil wir Frauen, wir geben das ja nicht zu. Wir sagen immer, Frauen wiegen sich nicht. Das stimmt natürlich nicht. Also wenn ich spreche jetzt mal von mir. Wenn Sie jetzt aber doch mal unverhofft Besuch bekommen sollten, gar kein Problem. Einfach so schwupps unter den Badezimmerschrank schieben und schon ist sie weg und dann können Sie immer noch behaupten, Sie haben unter Ihrem Badezimmerschrank eine Fliese versteckt. Das ist stylistisch, das ist eine tolle Waage in diesem Anthrazitglas und dann hat es hier noch einen schönen silbernen Zierstreifen. Genau, und hier oben ist das Display, wie Sie erkennen können, und das rettet mich wieder, denn ich bin ja weitsichtig und das sind viele Millionen Menschen weitsichtig. Ich brauche keine Brille, ich kann das also alles so erkennen, ich brauche ja nur drauf tippen und schon sehen Sie. Ja? Schwupp. Ja, jetzt geht es auf Null und dann können Sie draufsteigen. Das ist schön groß, das ist übersichtlich, hat ein tolles Design, ist eine Markenwaage von Pearl TV und natürlich zu einem kleinen Preis. Den haben wir richtig schön gedrückt. Sag mal, wenn du da so schön stehst, siehst ja aus wie ein Nummerngirl, könntest du nicht einmal den Catwalk so machen? Soll ich das mit dieser Waage? Stell sie doch mal vor. Das ist jetzt meine Nummer, Achtung, fertig, los und Catwalk, bitteschön. Und zeigt sie die Waage. So läuft man, meine Damen und Herren. Ja? Das ist ja fast schon wie Bruce Darnell. Ja, nur fast. Du der brauchst diese Waage, diese Waage brauchst du unbedingt. Die Waage muss lebendig sein. Sehr schön. Wunderbar. Kommen wir mal wieder zur Waage. Ich drehe die mal eben um. Da sehen wir hier kleine Gummifüßchen. Also, wenn ich zu Hause bade, dann schwimmt bei mir meistens das ganze Badezimmer. Es ist alles nass und was passiert? Ich fühle mich wie auf Schierbrettern. Also, ich rutsche einmal durch mein gesamtes Badezimmer. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ja. Hiermit kann Ihnen das nicht mehr passieren. Wir haben hier nämlich 4 rutschfeste Gummifüße. Hätte ich auch gerne. Die hättest du gern, ja? Okay. Ja. Und hier haben wir noch ein Batteriefach. Da kommen nämlich 2 Batterien hinein. Und das Schöne ist,
sie verbrauchen so gut wie gar keine Batterie, denn die Waage verbraucht extrem wenig. Sie schaltet sich nämlich von alleine aus. Mhm. Das heißt also, wenn Sie dann von der Waage runtergehen und mal vergessen sollten, das auszuschalten, das passiert hier nicht, denn die schaltet sich, wie gesagt, automatisch aus und man spart damit unheimlich Batterien. Ja. Zwei Stück kommen rein. Nicht nur das, ich habe meine, wie gesagt, seit 20 Jahren nie gewechselt, die geht immer noch. Ne? Aber sie hat natürlich schon Roststellen. Schauen Sie mal in Ihr Badezimmer, wie sieht es da aus? Oder haben Sie die Waage im Schlafzimmer beispielsweise? Dann gucken Sie mal, ob die überhaupt noch dem modernen Design entspricht, ob das noch Spaß macht, da drauf zu gehen. Und ich kann nur noch mal sagen, bitte wiegen Sie sich jeden Tag einmal. Ja. Sollten Sie nämlich Gewichtsverluste haben, meine Herren oder meine Damen und Herren, dann sollten Sie schnell zum Hausarzt gehen. Also wenn Sie Gewichtsverluste haben, ohne dass Sie die Ernährung umgestellt haben, ohne dass Sie Diäten machen oder sonst was. Ja? Das ist wirklich wichtig. Also jeden Tag einmal drauf gehen, kontrollieren. Das ist so wichtig wie Blutdruck messen. Richtig. Wirklich wahr. Und ja? Nein, diese Waage ist extrem präzise, wollte ich noch fix anmerken. Nämlich die misst von 2,5 Kilo bis 180 Kilo. Also Sie können da auch mal Ihren Koffer raufstellen, wenn Sie zum Beispiel in den Urlaub fliegen. Denn heutzutage ist das Fliegen ja ganz schön teuer geworden. Ja. Und wenn Sie dann noch Übergewicht haben, also beziehungsweise Übergepäck, pro Kilo bezahlt man ja schon 15 Euro. Und dann ist das gar kein Problem mehr. Einfach Koffer hier rauf und dann können Sie sich wiegen, beziehungsweise sich und den Koffer, wie auch immer Sie möchten. Den Koffer, wunderbar. Nein, ich mache das auch, wenn ich also irgendwo eine Flugreise hinmache, was ich selten tue, weil ich fliege nicht so gerne. Aber egal, wenn ich es mache, dann packen wir die Koffer da drauf. Und das Schöne ist, Sie können den einen draufpacken und sehen schon mal, was der wiegt. Und Sie können den zweiten direkt hinterher drauf tun, genau wie Sie drauf gehen können. Und Ihr Mann kann dann auch hinterher, oder Sie können zweimal hintereinander. Die wiegt immer wieder neu. Ja? Das ist das Schöne dabei. Ja, diese Waage verdient eigentlich einen Designerpreis, weil sie so schick ist, weil sie so schön ist. Und vor allen Dingen, sie macht jeden Raum ein bisschen schöner. Ach, von der Deko her ist das auch gut. Ne? Das finde ich auch. Ja. Und jetzt will natürlich jeder wissen, in Deutschland und Europa, wir sind ja europaweit zu sehen, auch in Abu Dhabi. Ich habe aus Abu Dhabi Post bekommen. Oh, ja, ehrlich? Ja. Wow. Da will natürlich jeder wissen, in ganz Europa, was wiegt denn nun Miss Germany mit dieser modernen Personenwaage aus Glas? Oh Gott, okay. Wollen wir das mal machen? Ja, gut. Ungern, aber wir machen mal das mal. Was vorbereitet und ich stelle mich mal neben dich. So, ja, mach das mal. Gucke mal. So, pass auf, die ist wirklich richtig präzise. Also ich brauche hier nur ganz leicht anstupsen. Pass auf. So. Mit High Heels natürlich. Also wir ziehen jetzt mal 20 Kilo ab, weil ich ja jetzt gegessen habe. Dann habe ich jetzt noch Sachen an. Dann geh mal drauf. So. Pass auf. So. Gucke mal. Kann man das sehen, Herr Regisseur? Kann man sehen, ne? Wunderbar. So. Oh, das ist ja toll. Unter 50 Kilo. Ja, man muss ja was abziehen, ne? Man muss was abziehen, genau. Du hast ja noch einen kiloschweren Sender bei dir. Ich habe einen Sender, dann habe ich 5 Burger verspeist und mein Kleid wiegt auch schon alleine 50 Kilo. Ja. Wenn du dich jetzt mal hier hinstellst, dann gehe ich mal drauf. So. Aber nur mit einem Fuß, okay? In diesem Sinne. Achso, ich muss ja erst zippen. So. Genau. Und los geht's. Gucke mal, mit einem Fuß. Ne? Ja, gar nicht, Walter, so. Mensch. Das ist ja Idealgewicht. Ne? Da muss ich mir schon fast Gedanken um dich machen, ja, oder? Man soll ja das Alter nehmen und dann 10% abziehen. Und das wäre dann das ideale Gewicht. Das wusste hat man ich mal nicht. Gesagt. Ob hat das alles mal. So stimmt, das weiß ich natürlich auch nicht. Also, hier haben Sie wirklich eine tolle Waage, großes Display mit gut lesbarer LCD-Anzeige. Und nicht nur das, zwischen 2,5 Kilo und 180 Kilo messen Sie hier äußerst präzise, denn die Messgenauigkeit ist sehr hoch. Wir haben ein direktes Nacheinander, wiegen können Sie machen. Und die Trittfläche, wie gesagt, die besteht aus spiegelndem Hartglas. Und, meine Damen und Herren, Sie haben hier natürlich das top-neueste Design zu einem kleinen Preis, muss ich einfach nochmal sagen. Und, und mir hat noch jemand geschrieben, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen. Aha. Und zwar einen Kundenbeitrag von ND aus Sulzbach. Der schreibt nämlich, also ich finde diese Waage einfach nur klasse. Sie ist einfach in der Handhabung, sieht einfach nur klasse aus vom Design her und der Preis ist einfach unschlagbar. Wo bekommt man eine digitale Waage aus Glas zu diesem Preis, außer bei Pearl? Hat er wohl recht. Schön. Richtig schön. Ja, vielen Dank. Ja. Nicht nur das, ich habe auch noch was mitgebracht. Das liegt da hinten im Regal, das hole ich mal gerade. Ja. Denn ob Sie es glauben oder nicht, diese Waage ist schon zigtausendmal verkauft worden hier bei Pearl TV. Und wir haben eine Kundenbewertung. Die erste sagt 5 Sterne, über 90% der Kunden sagen Kaufempfehlung. Also sie empfehlen diese Waage. Was kann einem Besseres passieren, als die Kunden das selbst
eben empfehlen. Dann haben wir das Schwein. Und das Schwein wird voll, weil sie ist sehr preiswert. 5 Sterne dafür von über 90% der Kunden. Und nicht nur das, sehr leicht bedienbar, sagen über 90% der Kunden. Und noch einmal 5 Sterne für diese Waage. Besser geht's eigentlich nicht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Zusammenfassung. Ja. Hier ist sie, die Zusammenfassung, meine Damen und Herren. Alles das, was Sie wissen müssen. Ja, Sie bekommen nach Hause geliefert die moderne Personenwaage. Die hat nämlich ein edles Glasdesign und zwar nämlich in Schwarz. Außerdem ist sie extrem stromsparend durch die Ein- und Ausschaltautomatik. Dann können Sie immer wählen zwischen 2 Gewichtseinheiten, Kilogramm und LB. Das ist Pfund. Und wir haben einen sehr genauen Messbereich von 2,5 Kilo bis 180 Kilo. Und das Material besteht aus spiegelndem Hartglas. Ja, mit dem LB, das ist der lateinische Ausdruck für Pfund. Und ich würde es immer auf Pfund lassen. Da ist hinten ein kleiner Schalter und dann können Sie es einfach umklicken. Ne? In diesem Sinne. Ja, ich finde es eine tolle Sache. Und wie gesagt, kontrollieren Sie zu Hause mal, ob Ihre Waage noch dem neuesten Stand entspricht und ob die überhaupt richtig wiegt oder ob Sie sich ein wenig beschummeln. Das sollten Sie nicht tun. Denn, wie gesagt, in der Statistik in Amerika wurde festgestellt, Leute, die jeden Tag einmal auf die Waage gehen, die nehmen nicht zu. Meine Herren, gehen Sie auch mal drauf, haben Sie keine Angst davor. Es macht am Ende Spaß, wenn man viel Wasser trinkt, 2 bis 3 Liter am Tag und die Ernährung so ein bisschen umstellt, mehr auf Gemüse und Obst, dann liegen Sie richtig und dann, meine Damen und Herren oder meine Herren, werden auch Sie gerne auf die Waage gehen und Erfolgserlebnisse haben, weil die alten Hosen wieder passen. Ne? Ja. Ansonsten, meine Damen, Ihnen wünsche ich natürlich weiterhin eine gute Figur. Sie sehen einfach fantastisch aus, wie Sie alle da sind. Ich mag euch alle. In diesem Sinne, kaufen Sie die Waage, solange der Vorrat reicht. So, und wir nehmen Mutti jetzt auch mit, ne? Ja, ersetzen unsere alte Waage mal gegen eine neue. So machen wir das. Bis gleich. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.